war einmal eine kleine süße Dirne. Die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sand. Und weil ihm das so wohlstand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur noch das Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm, »Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus. Sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird. Und wenn du hinauskommst, so gehe hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, vergiss nicht, guten Morgen zu sagen und guck nicht erst in alle Ecken herum.« »Ich will schon alles gut machen«, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf entfernt. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sprach er. »Schönen Tag, Wolf.« »Wohin so früh, Rotkäppchen?« »Zur Großmutter.« »Was trägst du da unter der Schürze?« »Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken, da soll sich die kranke und schwache Großmutter etwas zugute tun und sich damit stärken.« »Rotkäppchen, sag doch mal, wo wohnt deine Großmutter?« »Ach, noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen. Da steht ihr Haus. Unten sind dann die Nusshecken, aber das wirst du ja wissen«, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich, »Das zarte Ding, das ist ein fetter Bissen, der wird dir noch besser schmecken als die alte. Du musst es listig anfangen, damit du die beiden erwischst.« Er ging eine Weile neben Rotkäppchen her, dann sprach er, »Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die rings um dich stehen. Warum guckst du dich nicht ein bisschen um?« »Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst. Und dabei ist es so lustig hier draußen im Wald.« Rotkäppchen guckte sich um. Und als sie sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzten und alles voller schöner Blumen stand, dachte es, »Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, dann wird ihr auch Freude machen. Es ist noch so früh am Tag, dass ich noch richtig viel Zeit habe.« Lief vom Weg ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eine gebrochen hatte, meinte es, weit hinaus stand noch eine schönere und lief danach und geriet immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradewegs zum Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. »Wer ist draußen?« »Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach auf!« »Drück nur auf die Klinke«, rief die Großmutter. »Ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen.« Der Wolf drückte auf die Klinke, die Tür sprang auf und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich an ihr Bett und zog die Vorhänge vor. Rotkäppchen war aber nach den Blumen herumgelaufen und als es so viel zusammen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür aufstand und wie es in die Stube kam, so kam es ihr seltsam darin vor, dass es dachte, »Ei, du meine Güte, wie ängstlich wird's mir heute zumute, und ich bin doch sonst so gerne bei der Großmutter.« Es rief, »Guten Morgen«, bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. »Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?« »Dass ich dich besser hören kann.« »Ei, Großmutter, was hast du denn für große Augen?« »Dass ich dich besser sehen kann.« »Ei, Großmutter, was hast du denn für große Hände?« »Dass ich dich besser packen kann.«
Aber Großmutter, was hast du denn für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann. Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bett und verschlang das Abendbrotkäppchen. Wie der Wolf seinen Gelüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger des Waldes ging eben an dem Haus vorbei und dachte, wie die alte Frau schnarcht, ich muss doch sehen, ob ihr etwas fehlt. Da trat er in die Stube und wie er an das Bett trat, so sah er, dass der Wolf darin lag. »Find ich dich hier, du alter Sünder«, sagte er, »ich hab dich lang gesucht.« Nun wollte er seine Büchse anlegen, aber da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre vielleicht noch zu retten. Er schoss nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er das rote Käppchen leuchten. Und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief, »Ach, wie war ich erschrocken, es war so dunkel in dem Wolf.« Und dann kam auch schon die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib. Und wie er aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und sich tot fiel. Da waren alle drei vergnügt, die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder. Rotkäppchen aber dachte, du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Weg ab in den Wald laufen, wenn's dir die Mutter verboten hat.